Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Willkommen zurück zur Experimentierfolge Supermarket Simulator mit Lager. Ne? Ich fällt gerade ein, müssen wir noch Rechnungen bezahlen. Ja, hab ein bisschen Sorge. Wie gesagt, das Lager ist halt jetzt hier. Das haben wir letzte Woche, letzte Folge ja reingeräumt. Ich weiß nicht. Ich sehe mich schon wieder alles hierher zurückräumen. So blöd, wie es klingt. Aber das Lager ist einfach, das ist so weit weg. So, wenn ich durch diese Tür gehen könnte ins Lager, super. Aber dort außen rum. Will ich meinen Supermarkt erweitern? Ich bin hier auf Lager. Aber ich sehe gerade auch nicht so richtig, wofür diese Tür sein soll oder ab wann die freigeschalten wird. Vielleicht, wenn wir das Lager vergrößern. Aber auf gut Glück jetzt das Lager vergrößern ist auch doof. Wenn es am Ende gar nichts bringt. Fühlt sich auch so leer an, wenn hier keine Kisten mehr stehen. Also, stehen immer noch genügend Kisten, aber weniger als sonst. Die könnten wir gleich nachfüllen. Aber ich glaube, die Kunden beschweren sich jetzt nicht, dass hier noch Kisten im Laden stehen. Ich denke, das Lager ist nicht verkehrt, dass wenn du Zeug, wenn du gerade sehr viel Geld hast, die halt ein bisschen dort hinten hinlegst, also die Ware kaufst und ins Lager legst. Also ich bin gerade noch nicht so Fan vom Lager. Ich verstehe den Vorteil jetzt noch nicht. Ich glaube, der Vorteil kommt dann, wenn du jemanden einstellst, der sich halt darum kümmert, dass die Regale wieder gefüllt werden. Und er sich die Sachen dann natürlich aus dem Lager holt. Dann macht es schon ein bisschen mehr Sinn. Aber so für mich jetzt, wo ich das hier gerade alles ja noch alleine mache. Finde ich das Lager eher nachteilig.
Oh. 120 Dollar für zweimal Öl. Warum nicht? Weil ich muss jetzt ja auch gleich, wenn die Schicht vorbei ist, ins Lager erstmal gucken gehen, was ich dort noch liegen habe zum Auffüllen. Dann schleppe ich das hier rüber zum Auffüllen und dann bestelle ich. Naja, nee, ich werde das Lager nicht nutzen. Eventuell habt ihr das schon festgestellt an meiner Meinung. Schön, dass wir das Lager haben, aber nee, danke. Ich bin gespannt, wie sich das auf jetzt die Miete auswirkt. Kommen wieder alle kurz vor Ladenschluss. Ich muss tatsächlich immer noch sagen, ich weiß nicht, ob ihr den Gas Station Simulator kennt. Den fand ich ziemlich cool. Da konntest du auch kassieren und das Lager nachbestellen und so, Ware nachbestellen. Aber du konntest doch ein paar andere Sachen drumherum machen. Du warst nicht nur. Ja, Spaghetti. Der wird wohl reichen, hoffe ich. Du bist da halt nicht nur an der Kasse und machst nur Lagernachbestellung und Regale einräumen. Hattest da noch ein bisschen mehr zu tun. Kann ich also empfehlen. Gas Station Simulator, wenn ihr den noch nicht gespielt habt, guckt euch den mal an, wenn ihr Simulatoren mögt. Ja. Ist der Tag schon wieder rum hier. Und das, was wir gerade alles ins Lager geräumt haben, holen wir jetzt wieder zurück. so, kommt noch jemand? Nee. Zumachen. Und füllen wieder die Regale. Zumal ich ja jetzt auch keinen Überblick habe. Oder ich merke mir ja nicht. Also krass, wenn ihr das könnt, was ich jetzt alles noch im Lager stehen habe.
und wie viel ich dann jetzt nachbestellen muss. Und dann laufe ich immer ins Lager, zurück zum Computer. Ins Lager, zurück zum Computer. Das ist doch auch nicht Sinn der Sache, oder? Das war so nicht geplant. Ist aber leer, ja. Vor allem wüsste ich gar nicht, ob ich jetzt Getränke, obwohl die stehen ja hier auch nicht gekühlt im Lager. Das ist halt das Nächste, was irgendwie ein bisschen komisch ist. Getränke müssen gekühlt werden im Laden, im Verkauf, aber im Lager nicht. Fällt mir gerade so auf. Gut, dann holen wir jetzt das ganze Zeug aus dem Lager. Wieder zurück. Und räumen ein. Das Geld hätten wir uns sparen können. Aber ich habe es für euch getestet. Zum aktuellen Spielestand. Also wir haben gerade den 16. März. Kauft euch kein Lager. Also es sei denn, ihr findet das sinnvoll. Bei der Ladengröße lohnt sich das noch nicht. Was war das jetzt? Gut, dass das Bild einfach vorne nicht mehr drauf war. Sehr schön. Das heißt, wir können eigentlich alles nachbestellen oder müssen. Sieht's eigentlich damit aus? Mir hat ja das hier gefallen, oder was hatte mir gefallen? Also entweder so Bleichmittel und so. Eier, Puderzucker. Puderzucker haben wir eigentlich schon. Honig, Parmesan. Ich glaube, ich nehme die Produktlizenz. Aber stopp. Zuerst füllen wir unser Lager. Und dann gucken wir, wie viel Geld noch übrig ist. Ob wir uns noch eine Produktlizenz plus Regale, ich habe ja keinen Platz mehr, leisten können. Also, wir brauchen einmal Apfel, einmal O-Saft. Einmal davon. Zweimal Milch.
Einmal grünes Öl. Zweimal rotes Mehl. Ich fände es halt cool, wenn man hier einstellen könnte, dass quasi immer so und so viel volle Kisten auf Lager sind und der das einfach automatisch nachbestellt. Aber das würde halt auch noch viel vom Spiel jetzt wegnehmen. Dann hätte ich halt nichts mehr weiter zu tun. Zweimal Nudeln, zweimal Spaghetti. Vergesse es jedes Mal. So, wir hatten jetzt hier die zweimal Nudeln. Haben wir noch zweimal Spaghetti. Einmal Reis. Zweimal blaues Mehl. Einmal Müsli. Einmal Toast. Einmal Aufstrich, einmal Puderzucker. La la la. Habt ihr euch eigentlich nebenher ein bisschen Musik angemacht? Ich weiß, ich habe nach der ersten Folge gesagt, ich spreche dieses Thema nicht mehr an. Aber ich muss. Wieso gibt es hier keine Musik in dem Spiel? Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, die Musik würde einem nach einer Weile auch auf den Geist gehen, aber einfach gar keine Musik hier reinzubauen, ist schon ein bisschen frech. Frech, frech, frech. Filzer. Soda. Jetzt erstmal wieder stellen. Noodles. Mehl. Wie lange, das Ding ist, je größer der Laden wird, dann brauche ich ja einfach nur, um die ganzen Kisten rein und raus zu räumen, brauche ich ja schon eine ganze YouTube-Folge. Das ist ja dann auch spannend. Dann seht ihr ja einfach gar nichts mehr vom Spiel, weil ich nur damit beschäftigt bin, den Laden ein- und auszuräumen. Oh.
Deswegen, ne, wie ich halt schon mal meinte, ich glaube, das Spiel ist eigentlich besser für den Stream geeignet, wo man dann nicht so drauf guckt, ne, halbe Stunde schon wieder rum. Und so, ne? Ist da, was ich meine? Irgendwas fehlt in meinem Lager. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ach so, das Salz. Nee, ist okay. Das habe ich ja nicht nachbestellt. Sollte doch erstmal reichen, oder? Dann starten wir jetzt schnell. Nur mal, dass hier alles raus ist. Weiß nicht, ob das einen Unterschied gemacht hätte. Aber okay. So, es ist geöffnet. Aber Miete ist geblieben, Gott sei Dank. Ist jetzt nicht teurer geworden durch das Lager. Wir könnten einen Kassierer einstellen, aber wofür? Und noch hier Butter, schon wieder Müsli. Hähnchen, Pommes, Pizza, Kartoffeln. Die Produktlizenz gefällt mir, aber da müssen wir noch ein bisschen Geld sparen. Guten Tag, die Herren. Ich bin auch froh, dass ich aktuell tatsächlich noch alle Regale sehen kann. Wenn wir das irgendwann dann so groß haben hier und ich nicht mehr alle Regale von der Kasse aus sehen kann, muss ich ja ständig gucken gehen, wo ich nachfüllen muss. Das wird dann auch noch mal anders. Oh, ich muss Spaghetti nachfüllen.
Einfach nur Salz. Getränke. Ich könnte Apfel vielleicht da oben nachfüllen. Bin da. Einer zurück. Toast. Ah, wo ist Toast? Kauft jetzt bitte keinen Toast. Ich muss das noch nachfüllen. Kein Toast, habe ich gesagt. Und Licht. Er kauft auch Toast. Großer Stress ausgebrochen. Was sagt das Soda? Oh. Kann ich die Kasse eigentlich auch schräg stellen? Aber dann sehe ich wieder irgendwas anderes nicht. Von daher macht es wahrscheinlich keinen Unterschied. Zurück. 40 zurück. Also irgendwie war es heute ein bisschen stressiger hier. Nicht so richtig hinterhergekommen. Mit dem Auffüllen und so. Aber es ist einfach schon wieder die Folge rum. Wir werden in der Folge morgen die Regale füllen, unser Lager füllen und dann gucken wir, wie viel Geld noch da ist.
ob wir uns noch eine Produktlizenz plus Regale leisten können. Ich glaube, Laden vergrößern muss ich noch nicht unbedingt dafür, obwohl, wenn ich, naja, ein Lager, dann müsste ich das hier rumnehmen, komplett hinter die Kasse, da geht hier vielleicht noch ein Regal hin. Und wenn ich das längs stelle, passt noch an die Rückseite eins. Aber wenn ich noch einen zweiten Kühlschrank brauche, ja, das müssen wir uns nochmal überlegen. Aber an dieser Stelle sage ich erstmal Tschüssi. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und dann sehen wir uns wieder. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag und bis dann.